Ich habe mir ja früher ein Display gewünscht, mit dem ich CarPlay an mein Autoradio einfach über AUX einspeisen kann, ohne hier ein neues Radio in mein System einbauen zu können. Bei meiner Frau hier im Corsa E ist es ähnlich und sie hat absolut kein Display bei ihrem Radio. Und in diesem Video zeige ich dir, wie einfach du mit so einem Display hier CarPlay in dein Auto bekommst. Und zwar nicht nur CarPlay, sondern sogar Wireless CarPlay, so dass dein iPhone hier gar keine Kabel haben muss und du kannst es hier einfach feststecken und schon kabellos das Ganze dann auch genießen. Du gehst in deine Bluetooth-Einstellung, koppelst das Ganze mit deinem Smartphone. Ja, wir wollen CarPlay verwenden. Und schon hast du CarPlay auf dem Display, ganz ohne Kabel. Und jetzt kannst du eben das Display mit deinem Autoradio entweder über einen FM-Transmitter oder hier über AUX verbinden und ganz normal CarPlay komplett drahtlos in deinem Auto nutzen. CarPlay hatte ja bereits ein kleineres Display, welches hier aber dicker war. In diesem Auto war das nicht so praktisch. Allgemein in kleineren Autos war das nicht so praktisch. Jetzt kannst du eben dieses Display hier viel besser an der Windschutzscheibe platzieren. Du könntest es auch mit einem anderen Halter hier platzieren. Du könntest es auch so in deinem Auto befestigen, indem du den Saugnapf auf der Armatur befestigst, sodass du hier absolut keine Sichtverblendung hast nach vorne. Und dann sieht es ja schon ziemlich cool aus sogar. Fast wie ein eingebautes Display in einem Corsa E oder halt in deinem Kleinwagen. Oder in einem beliebigen Fahrzeug. Es muss ja nicht unbedingt ein Kleinwagen sein. Es gibt ja immer noch viele Fahrzeuge ohne CarPlay und geschweige denn Wireless CarPlay. Aber durch die flache Bauweise ist auch dieses Display hier sehr gut verwendbar, auch hier in einem Corsa, also sprich in einem Kleinwagen, ohne dass deine Sicht hier stark eingeschränkt ist. Das kann alles, was CarPlay kann. Hier gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Das kann auch Siri, das kann auch telefonieren. Hier gibt es ein eingebautes Mikrofon, mit dem du auch problemlos telefonieren kannst. Wir können das hier einmal testen. Um Siri zu benutzen, musst du hier nur lange drauf drücken. Rufe an Techniker. Ich rufe Mizinne Technik Reinruf an. Hier spricht Viktor Diethe. So hinterlassen Sie bitte eine Nachricht nach dem Signalton. Ja, und so hört sich das dann an, wenn du damit im Auto telefonieren würdest und das eingebaute Mikrofon von dem CarPlay-Display nutzen würde. Das Ganze ist jetzt auf einem digitalen Anrufbeantworter aufgenommen, so dass du hier die Qualität auf 8 kHz beschränkt ist. Dann kann man auch auflegen. Es funktionieren natürlich alle Apps, die in CarPlay integriert sind. Die kannst du hier dann alle komplett mit dem Display benutzen. Das Display hat noch weitere Funktionen, die unabhängig von einem Handy sind. Du kannst hier auch dein Handy einfach per Bluetooth dran koppeln. Du kannst einen USB-Stick einstecken. Du kannst eine SD-Karte einstecken, sodass deine Medienwiedergabe hier auch komplett ohne Handy stattfinden kann. Du kannst damit auch Videos ansehen, wenn du zum Beispiel irgendwo längere Zeit stehen musst. Und wie gesagt, der Ton kann dann mit dem Radio synchronisiert werden. So, draußen war es ein bisschen kalt, deswegen habe ich mich jetzt nach innen verzogen und zeige dir hier noch die Möglichkeiten, die du mit AirPlay und dem iPhone machen kannst. Zuerst verbinden wir uns per WLAN mit dem Display und dann in jedem beliebigen Programm das Display als AirPlay-Display auswählen. Und jetzt könntest du theoretisch hier dein YouTube-Video öffnen und zum Beispiel dir ein Video von meinem Kanal ansehen. Hi, in meinem Ohr siehst du die Apple AirPods Pro 2
Und in diesem hier musst du vorher erst einstellen, dass du das Ganze über Display Bildschirmsynchronisierung nutzen möchtest, was aber alles gar kein Problem ist und sogar sehr interessant ist, weil das iPhone ja tatsächlich auch ähnlich breit ist. Qualität. Dieser Bluetooth-Kopfhörer in mehreren Szenarien. Einmal so wie hier in einer Videokonferenz ähnlichen Situation. Der Raum ist nicht schallgedichtet. Dann einmal im Auto bei So kannst du eben auch YouTube-Videos auf dem CarPort-Display dir ansehen. Solltest du natürlich auf keinen Fall während der Fahrt machen, das ist verboten. Das gibt Punkte in Flensburg. Wenn du aber irgendwo stehst und die Zündung ist aus, dann kannst du das wunderbar verwenden, um deine Zeit, deine Standzeit dir zu verkürzen. Und das funktioniert mit jeder App. Das muss nicht YouTube sein, das kann jede beliebige App sein, weil du machst ja hier eine Bildschirmsynchronisierung und kannst dann auch alles synchronisieren, was du auf deinem iPhone hast. Solltest du Fragen zu den restlichen Funktionen des Displays haben, also die nicht mit CarPlay zu tun haben, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte dir natürlich jede Frage zu diesem Display.